Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria Teil 2. Wir sind beim dritten Tag angelangt. Hatten gerade ein Techtelmechtel mit der. Oh, und siehe da, auf dem Tisch ist jetzt endlich dieser Hammer, den ich unbedingt noch brauche. Und es ist. Der Bob wurde umgebracht. Der Arsch der Nation. Und tut mir eigentlich gar nicht leid, dass er tot ist. Oh, und siehe da, irgendjemand hat das zugemauert hier. Das heißt, wir können nicht mehr in diesen Nebenraum rein. Was zur Hölle? Frisch zutapeziert. Sie versuchen, was zu verbergen. Tapeziert ist gut. Die haben das zugemauert. Und ja, und sehr wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass wir ihm den Schlüssel stibitzt haben. Wollen wir nochmal schauen. Das zu bei dem PA Warner. Und meine Karte in höhere Bereiche geht immer noch nicht, tippe ich mal drauf. Nö, aber vielleicht kann ich schon mal die Gegenstände kombinieren. Ja, das geht schon mal. Sehr gut. Ah, okay, das bleibt so nicht. Das wusste ich nicht mehr. Das brauche ich nämlich später, um den Werkzeugkasten zu öffnen. Die Produktivität Ihrer Firma ist mir egal, Mr. Warner. Sie haben nicht das Recht, Beweismittel zu vernichten. Ich habe das Recht dafür zu sorgen, dass meine Angestellten ordentliche und sichere Arbeitsplätze haben, Detective. Die Ermittlungen standen kurz vor dem Abschluss. Ihre kleine Säuberungsaktion dürfte Ihnen eine Anklage wegen Justizbehinderung Wären Sie einbringen. Einverstanden, dass wir die Diskussion in meinem Büro fortsetzen, Detective? Wie Sie möchten. Ja, da sieht's ziemlich sauber jetzt hier aus. Der guckt sich gar nicht um, geht direkt an den Platz. Dann wollen wir doch mal lauschen, ob wir noch irgendwie was von der Diskussion im anderen Zimmer mitbekommen. Sie verwickeln sich in gigantische Widersprüche, Mr. Warner. Ist Ihnen das klar? Nein, 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 Detective. Das kann ich alles erklären. Glauben Ist das Ihr nächstes Opfer, Detective? Zuhören, kann ich alles erklären. Geben Sie mir Zelle mit Hannibal Lecter zusammen. Ja, wir haben einen Tag gar nichts getrunken. Doch, diesen krassen Drogendrink oder was auch immer das gewesen ist in dem Borderlines, in dem Bondage Club. Können wir noch mehr trinken? Oh ja. Ah, ja, jetzt hat er aber Durst. Nicht wundern, dass ich das nicht wegklicke. Ich weiß halt nie, ob da noch irgendwas passieren könnte. Na, okay, mehr geht nicht. So, dann gehen wir erstmal zum. Ah, der ist nicht da. Der Tom. Oh, und die Freundin ist da. Hallihallöchen. Hi, Joss. Hallo, Curtis. Hör zu, es tut mir echt leid wegen. Ich weiß, ich war gestern echt fies zu dir. Du musst verstehen, ich war völlig fertig. Das waren wir doch alle, Curtis. Ist schon okay. Curtis, ich habe gestern Abend versucht, dich anzurufen. Stundenlang. Aber
Du warst nicht da oder bist nicht dran gegangen. Tut mir leid, Joss, ich war nur... Oh, nein, nein, fang nicht an, dich zu entschuldigen. Du schuldest mir keine Rechenschaft. Du kannst tun, was du willst. Ja, ich hatte einfach eine Schlaftablette genommen und das Telefonkabel rausgezogen. Ich war außer Gefecht. Alles klar? Mhm. Lügner! Er ist dir fremdgegangen. Okay, nochmal geht nicht. Können wir ihr irgendwas... Tja, also da geht schon mal nichts. Halt! Dann schauen wir mal bei Bob vorbei. Ah, hier eine Kiste ist neu da. Komm, da gehen wir doch direkt nochmal hin. Ja, macht da nichts mehr, schade. Hallihallöchen. Therese. Hi, Therese. Hi. Das war großartig gestern Nacht. Fandst du nicht auch? Ach. Allerdings so, ja. Du denkst bestimmt jedes Mal an mich, wenn du die Striemen hier fühlst. Der ist etwas durchgedreht. Tja, den geht's allen nicht so gut. Hey Mann, ich find's unmöglich, dass sie uns heute hier antanzen lassen. Tja. Ja, ihr Zartgefühl ist geradezu überwältigend. Aber dafür durften wir dann erleben, wie diese Polizistin Paul Allen Warner in den Hintern getreten hat. Ja, das war ein großer Spaß, nicht wahr? Sie hätte ihm nur noch eine Salve reinjagen sollen. Na, Kumpel? Wie war dein zweites Rendezvous mit dem mysteriösen Jay, huh? Enttäuschend. Ein Fehlschlag. Ich meine, ich habe hinter seinen sinnlichen Augen und hinreißenden Apfelbäckchen die falsche Schlange entdeckt, die in ihm drinsteckt. Oh, das ist aber traurig. Tja, du sagst es. Im ersten Teil des Abends hat er an Bela Lugosis Auftritt herumgenörgelt. Und danach hat er sich selbst stundenlang in meinem Badezimmerspiegel bewundert. Was, er findet Bella nicht gut? Hm. Dann kannst du ihn vergessen, Mann. Oh ja, allerdings. Er ist da schon wieder ein bisschen happier. Echt, gestern hat das mit Bob nichts in mir ausgelöst. Aber heute gehen mir diese Bilder ständig im Kopf rum. Wie in einem Horrorfilm, ich sehe überall nur Blut. Das wundert mich nicht. Es war ja auch hammerhart. Sag mal, hast du mit irgendjemand darüber gesprochen?
Ja, ich war bei Dr. Harburg, meiner Therapeutin. Und heute gehe ich wieder hin. Cool. Habe ich dem noch irgendwas nicht gezeigt? Sieht nicht danach aus. Tja, dann mal auf zum Arbeitsplatz und mal Mails durchgucken. Oha. Passiert da wieder irgendwas? Ja, wir können alle mal anrufen, aber ja, machen wir das? Ne, erstmal hier rein, würde ich sagen. Curtis Crack. Blop. Eieiei. Neuer Text. Anleitung für Patienten. Alutaria 9. Erster Entwurf. Anleitung für Patienten für das Produkt Alutaria 9. Einleitung. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung. Obwohl, bevor ich das vorlese, würde ich sagen, gehe ich mal rüber und gucke mal, ob wir irgendwelche neuen Mails haben. Vögel. Das hatten wir schon. Ah, hier, die sind neu. Hi Curtis, ich habe mir die ganze Nacht gewünscht, du wärst bei mir. Mit dir fühle ich mich immer so sicher. Hast du an mich gedacht? Aber natürlich, meine Schöne, ich denke immer an dich. Nee, der war ja gestern ziemlich beschäftigt. Na klar, du bist meine Leidenschaft, ich bin besessen von dir. Einmal habe ich geträumt, ich wäre du. Dann habe ich festgestellt, dass ich die Kleider grauenhaft aussehe. Meine Beine sind so, ich bin verflucht, lass mich nicht... Lass mich brennen. Ja komm, dann sind wir mal auf nett. Denk immer an dich. Ergebnis von Bob Arnold. Liebe Mitarbeiter von Vintec. Wir möchten Sie hiermit zur Beerdigung unseres Freundes und Mitarbeiters Bob Arnold, die Firma veranstaltet, einladen. Der Gottesdienst wird diesen Sonntag um 9 Uhr in der Alfred-Packer-Kapelle und im dortigen Leichenschauhaus im Renten stattfinden. Die Familie bittet darum, eventuelle Spenden an die Young Republicans Organisation zu überweisen. Oh, von Therese, mit der wir die Nacht verbracht haben. Ich bebe noch am ganzen Körper von vergangener Nacht. Ich schmerze und bebe. Ich kann kaum still sitzen, wie ich an dich denke. Das kalte Porzellan, dein heißer Mund, dein Schweiß, wie du schmeckst. Ich hatte erwartet, dass du gut sein würdest, Curtis. Aber du warst noch besser als gut. Du warst unglaublich, wild und süß. Oh Gott, wie ich schwitze, Therese. Therese, mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist, über E-Mail darüber zu reden. Nee, das machen wir auf keinen Fall. Was ist hier? Oh, Therese, jetzt habe ich meinen Schreibtisch umgeschmissen. So ein Zelt hat keiner gesehen, seit der Zirkus zum letzten Mal hier gastiert hat. Jetzt muss ich wohl an meinem Schreibtisch sitzen und über Rush Limbaugh nachdenken, bis ich wieder normal bin. Das schicken wir, würde ich sagen. Trevor. Dieser Scheiß ist doch echt unglaublich. Ich kann's nicht fassen. Hier sitzen wir und sollen arbeiten. Und das am Tag nach diesem brutalen Mord. Hier in unserem Büro direkt in deiner Box. Echt toll. Zugegebenermaßen handelt es sich um einen Mord an einem nur teilweise menschlichen Schleimsack. Aber nicht mal er hat sowas verdient. Mal ein bisschen runterklicken. Jedes Mal, wenn ich daran denke, will ich am liebsten wegrennen. Ich finde, der alte Warner hat hiermit
einen neuen Tiefpunkt erreicht, oder? Das sehe ich genauso. Nein, kann ich nicht. Das ist alles ziemlich surrealistisch. Ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, wie Bock quer über meine Box geschmiert ist, als wäre er das größte Marmeladenbrötchen der Welt. Oh, das schicken wir mal ab. Ich liebe dich, schickt mir die Jocelyn. Okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Boah, das ist, glaube ich, wieder viel. Oh ja, das ist einiges. Da wollen wir mal loslegen. Komm, hoch. Anleitung für Patienten für das Produkt Alloteria 9. Einleitung. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung, Ihre hohen Cholesterinwerte mit Alloteria 9 zu bekämpfen. In 1 bis 2 Monaten können Sie bereits eine Verbesserung feststellen, vorausgesetzt, Sie befolgen zusätzlich zur Einnahme des Medikaments die beigefügten Anweisungen zur Diät und Bewegung. Das ist mal wieder typisch. Das heißt also, wenn man Diät hält und sich bewegt, dann braucht man nämlich eigentlich auch nicht mehr das Medikament. Anwendungsgebiete: vorübergehende Senkung hoher LDL-Cholesterinwerte, die ansonsten zu Herzkrankheiten führen. Klick, 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 klick. Anleitung: Nehmen Sie 2-mal täglich eine Tablette, möglichst jeweils zum Frühstück und zum Abendessen. Wenn Sie nach 3 Monaten immer noch keine Verbesserung feststellen, sollten Sie Ihren Arzt fragen. Für Kinder, Schwangere, ältere Menschen oder geistig instabile Menschen nicht geeignet. Warnhinweise: Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis, da ansonsten Schwindelgefühle, Nervosität, Paranoia, Schlaflosigkeit und Blutstuhl auftreten können. Nehmen Sie dieses Produkt nicht ein, wenn Sie an Diabetes, Durchfall, Divertikulitis, Demenz, hohem oder niedrigem Blutdruck, Schilddrüsenerkrankungen, Syphilis, Ebola, tödlichen Midline-Granulom, was auch immer das ist, oder einer vergrößerten Prostata leiden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln. Sie sollten dieses Medikament nicht einnehmen, wenn Sie gegenwärtig Aspirin, Antiepileptika, Antihistaminika, Antidepressiva, Thorazin oder Verhütungsmittel einnehmen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein verschreibungspflichtiges Medikament Wechselwirkungen mit Alloteria 9 hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Atlanta Center for Disease Control. Sie sollten dieses Produkt nicht gegen chronische oder beständige Cholesterinprobleme einnehmen, wie sie durch wenig Bewegung oder eine fett- und zuckerreiche Ernährung verursacht werden. Besonders bei Kindern oder Homizidgefährdeten kann die Einnahme dieses Produkts zu Erregbarkeit und zerstörerischen Verhalten führen. Nehmen Sie dieses Produkt nicht ein, wenn Sie an Größenwahn, paranoider Schizophrenie, kommt da bestimmt bei S. Tja, da werde ich dann wohl was später weiterschreiben drin. Ja, und hier kann ich was arbeiten dran. Darauf kann ich mich nicht. Ah, okay, das macht er nicht. Darauf kann ich mich nicht. Darauf kann ich mich nicht. Ja, dann geht das natürlich nicht. Bob Vernon, Theresa B., Tinktur, Archiv, das ist, glaube ich, das war Carpe Diem. Carpe Diem. Threshold. Das hatten wir als Hinweis bekommen bei dem, da haben wir eigentlich keinen Zugang zu gehabt. Das war diese Schrifttafel gewesen, nutze den Tag vom Chef im Büro. Vertraulich. In diesem aufregenden Anfängen des Projekts Threshold freuen wir uns, dass eine deutliche Stabilität des Pulses zu erkennen ist. Mit den neuesten Unterdrückungstechniken konnten wir steuern. Dokument unvollständig, Rest wird gesucht. Tja, das findet er jetzt nicht. Notizen, das ist nochmal wichtig. Da muss ich aber nochmal gerade raus. Das weiß ich nämlich nicht mehr, was da auf den Zetteln stand. Hier brauche ich nämlich 3 Passwörter. Und die habe ich eben gefunden. Wir gucken nochmal, ob es hier ein paar neue Nachrichten gibt. Ah, die Therese hat geantwortet. Du bist nicht nur lüstern, sondern hast auch noch Humor. Ich wusste, dass du die Creme de la Creme bist, Curtis. Durchhalten, Kumpel, sagt der Trevor. Der Tag ist vorbei, bevor du es überhaupt merkst. Versuch einfach an was anderes zu denken. Jocelyn Sindland zum Beispiel. Okay, dann locken wir gerade mal aus. Ich muss mir nämlich aufschreiben, was auf den 3
Zetteln hier auf dem drei, auf dem Zettel steht für drei Sachen: Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Das sind die drei Passworte, die wir aus dem Büro vom. Aber wir können eigentlich mal alle anrufen. Die habe ich mir ja aufgeschrieben, die Namen. Die brauche ich nämlich gleich für das Dokument. 6100. Mich wieder, wie immer. Zuerst mich. Hallo, hier ist Curtis Craig. Ich möchte... Hallo, Curtis. Wer ist da? Tut mir leid, Mann. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin gerade dabei, jemandem die Haut abzuziehen. Craig! So. Aber er traut sich trotzdem ans Telefon und ruft jetzt den toten Bob an. Du hast mich ermordet. Oh, ein Anruf. Ah, komm, geh ran, trau dich. Hier, Curtis. Häng nicht wieder auf, du mieser, dreckiger, kleiner Hurensohn. Cool gemacht. So, dann müssen wir noch Trevor, Jocelyn und den die Therese anrufen. 6125. Trevor Barnes. Kumpel? Was ist los, mein Kleiner? Nichts Besonderes. Ich sitze hier am Schauplatz eines Mordes und versuche den emsigen Angestellten zu spielen. Das ist hart, halt die Ohren steif. Ich werde mein Bestes tun. Smalltalk. Gut. 6992. Wir, Jocelyn. Hi, Baby, wie geht's dir? Ich, alles in Ordnung, Curtis. Die Sache mit Bob lässt mich nicht los, weißt du? Ja, ich weiß, Joss. Mich auch nicht. Ich wollte, ich könnte dir helfen. Das ist auf jeden Fall eine nette Arbeitsstelle, auch wenn da gerade jemand umgebracht worden ist. Aber eigentlich sind die nur am E-Mailen, untereinander am Telefonieren, besuchen sich gegenseitig, gehen während der Arbeitszeit irgendwo essen. Also echt lustig. Dann hat er auch noch mit allen irgendwie ein Verhältnis. Sehr strange. Hey, Therese. Hi, Therese. Na, wenn das nicht mein kleiner Sklave ist, du hast große Klasse gestern Abend, hast schauspielerisches Talent, weißt du was? Danke. Curtis, wenn du willst, dann können wir zwei zusammen erotische Abenteuer erleben, von denen du nicht mal zu träumen gewagt hättest. Puh, das ist etwas zu viel für ihn. Ja, dann rufen wir auch noch den Arsch von P.A. Warner an. 6996, der mich hier an einen Arbeitsplatz arbeiten lässt, wo mein Kollege gerade abgemetzelt worden ist. Ja klar, genau was ich brauche. Einen kleinen Plausch mit Paul Warner. Ja, will er sowieso nicht. Gucken wir gerade nochmal, was wir in den anderen Akten haben. Blob. Archiv war wieder Carpe Diem. Ah, falsch getippt. Carpe, ach Leerstelle. Da dran wird es liegen. Hey, wieso ist er nicht drin? Carpe, Leerstelle, Diem. So, jetzt hat's geklappt. Notizen. System. Das erste, was hatte ich gesagt? Infektion? Na also. Begrenzter Zutritt zum Aufzug. Hallo Ed. Ich weiß, dass Sie und die ganze Sicherheitsabteilung in den vergangenen Wochen sehr viel zu tun hatten. Aber ich fürchte, ich muss Ihnen das Leben noch schwerer machen. Ich möchte den Zugang zu den Kellergeschossen und Windtech extrem beschränken, so dass ausschließlich ich selbst und die Threshold-Forscher Zugang dazu haben. Es wäre ein enormes Sicherheitsrisiko, wenn Angestellte sich in diesen Bereich wagen. In diesem Bereich wagten und vielleicht auf etwas stießen, das sie verletzt. Ich weiß, dass das bedeutet, dass das gesamte Sicherheitssystem im Keller umprogrammiert werden muss.
aber ich bin der Auffassung, dass es diesen Aufwand wert ist. Sollte es jemandem aus irgendeinem Grund gelingen, ohne Berechtigung in die Kellergeschosse zu gelangen, möchte ich Sie ermutigen, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um diese Person Zugang zum Threshold-Raum zu verweigern. Verwenden Sie jede Methode, die Sie für angemessen halten. Ed, unsere Zukunft hängt davon ab. Mit freundlichem Gruß, Paul. So, Energize. Und da haben wir... Oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Erleuchtung habe ich geschrieben, ja. Erleuchtung. Energiefluktuation Threshold. Hallo Peter. Die Nachricht über die seltsamen und ungewöhnlichen Energiefluktuationen im Threshold fand ich ja äußerst interessant. Ich hoffe, wie auch Sie, dass dies eine erhöhte Aktivität und vielleicht den baldigen Erfolg der Synthesebemühungen bedeutet. Dr. Puakapalava hat sich jedoch besorgt darüber geäußert, dass die Windtech-Generatoren möglicherweise nicht stark genug sind, um der zusätzlichen Aktivität standzuhalten. Ich möchte Ihnen versichern, dass dieses potenzielle Problem entschärft wird, bevor es aktuell wird. Bitte treffen Sie sich mit Dr. Balaba und bestimmen Sie gemeinsam, welche neue Ausrüstung erforderlich ist. Die Geräte werden sofort beschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt hoffe ich, mich darauf verlassen zu können, dass die Threshold-Geräte rund um die Uhr überwacht werden. Viel Glück, Paul. So, und das letzte war... irgendwas mit End. Grr, Grummel, Grimm. Ach, das ist der falsche Zettel. Entweihung. Ah. Hätte ich mal ein bisschen leserlicher schreiben sollen. Blopp. Was? Blopp. Entweihung. So, und der letzte. Nochmal Hallo, Ed. Wie ich meinem Vater einst sagte, gibt es eine Ausnahme zu jeder Regel. Die Ausnahme hinsichtlich der Zutrittsbegrenzung, die ich dir gerade geschickt habe, ist ein Angestellter namens Curtis Craig. Ich möchte klarstellen, dass es ihm nicht gestattet, das nicht sogar nochmal betont, werden darf, auch nur in die Nähe der Kellergeschosse oder des Threshold zu kommen. Sollte es ihm allerdings, was äußerst unwahrscheinlich ist, doch gelingen, in die Kellergeschosse zu gelangen, darf er nicht, sagen wir, dauerhaft ruhiggestellt werden. Stattdessen sollten sie ihn festhalten und sofort Dr. Terence Merrick anrufen. Dr. Merrick nimmt Curtis dann an einen sicheren Ort mit, an dem er weder für sich noch für uns eine Gefahr darstellt. Curtis ist ein besonderer Angestellter. Er darf nicht zu Schaden kommen. Mit freundlichem Gruß. P.A. Warner. Aha. Sehr seltsam alles. So, so weit, so gut hier. Ja, wir haben auch schon ganz schön spät wieder 28, 29 Minuten schon wieder auf dem Buckel. Dann sollte ich mal hier ein Let's Play 09 anlegen. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.